Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal haben wir sehr viele interessante und wichtige Gespräche geführt. Und damit wollen wir jetzt auch direkt weitermachen. Denn Detmold wollte eine Runde mit uns quatschen und hier ist er ja auch schon. Wenn du wüsstest, wie sehr mich die Aussicht auf unsere Zusammenarbeit freut. Tut sie das? Du wirst sehen, Geralt, es kommen bessere Zeiten. Ich darf dich doch Geralt nennen. Ja. Wunderbar. Das ist sicher der Beginn einer langen Freundschaft. Na, glaube ich eher nicht. Wir werden sehen. Reich mir die Hand, Geralt. Auf gute Zusammenarbeit. Keine Sorge. Ich habe kein Stilett im Ärmel. Ich war schon immer der Ansicht, dass man einen Menschen am Händedruck erkennt. Was kannst du mir mitteilen? Du bist ein Krieger, stark, bestimmt, dominant. Ein Eroberer, wie ihn die Frauen vergöttern. Ich habe nach dem Fluch gefragt. Ah, ja, richtig. Was genau möchtest du wissen? Na, am besten alles, oder? Hattest du schon mit Flüchen zu tun? Ein paar habe ich selbst ausgesprochen. Ein paar Eselsohren, ein abgebranntes Haus, Kleinkram für den Hausgebrauch. Das reicht nicht. Hast du Flüche aufgelöst oder Bannzauber aufgehoben? Hatte noch keine Gelegenheit. Immerhin beherrsche ich die Theorie. Akademie für Magie mit Auszeichnung bestanden. Solche Flüche werden in Bannart aber nicht gelehrt. Dieser gehört zu den Blutflüchen vierten Grades. Er wird auch als Fluch der Erzmeisterin bezeichnet. Der Begriff ist irreführend. Bisher waren es eher wahnsinnige Zauberer oder Priester, die ihn aussprachen. Nicht so oft Frauen. Du musst wirklich ein Musterschüler gewesen sein. Also irgendwie würde ich das lieber mit der Sheila de Tankerville machen. Der hier hat irgendwie wohl keine Ahnung. Erklär mir, wie man den Blutfluch wirkt. Ein Blutfluch kann ganz banal sein. Du zapfst dir ein wenig Blut ab, am besten um Mitternacht, zündest ein paar Kerzen an. Sabrina hatte einen ganzen Scheiterhaufen. Ich frage nach ihrem Fluch. Warum schaust du nicht selbst nach? Die Fachliteratur habe ich da. Im Grunde brauchst du nur die große Enzyklopädie der Flüche, Weissagungen und Zaubersprüche von Tissaia de Vries, sowie die Abhandlung Meister der Magie und ihre Flüche, ausgewählte Werke, von Margarita Law-Antil. Klar, nee, das machen wir nicht. Ich kann meine Zeit nicht mit Lesen verschwenden. Fass bitte das Wichtigste zusammen. Ach so, natürlich, Geralt. Damals war es ja nur wenigen vergönnt, die Kunst des Lesens und Schreibens zu erlernen. Ich bin des Lesens kundig, Magier. Aber die Zeit drängt. Kannst du nicht endlich anfangen, mir zu helfen? Für all die Phänomene, die der Blutfluch hervorruft, ist eine riesige Ballung von Zauberkraft nötig. Die Sonnenfinsternis, der Tod einer ganzen Herrscherdynastie, die gefährlichen Erscheinungen. Kein Zauberer, ach was sag ich, kein Sterblicher dürfte in der Lage sein, Energiereserven dieses Ausmaßes aufzubringen. Völlig undenkbar. Und doch fanden kluge Zauberer heraus, wie man das Unmögliche möglich macht. Die ganze Welt lebt seitdem in Angst vor euren Flüchen. Beeindruckend. Was habt ihr für eine Idee? Die Prophezeiung zu Beginn des Blutfluchs ist eigentlich eine Formel zum Bündeln von Zauberkräften. Sie sollte an einem Ort gesprochen werden, der über Kraft kumuliert. Oh Mann, sorry Leute, da wurde ich gerade angerufen, musste dann mal kurz den ganzen Spaß hier pausieren, sonst hätte ich ja nicht mitbekommen, was er sagt. Gut, also weiter geht's. Schlachtfelder sind dafür bestens geeignet. Blutgetränkte Erde, definierter Bereich, symbolische Dimension. Ist die Formel ausgesprochen, beginnt sofort die Kumulation der Zauberkraft. Und die läuft nun ungebrochen seit 3 Jahren. Tag für Tag, Monat um Monat. Alle 4 Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser, dienten als Energiequellen. Diese Energiemenge könnte die Sterne am Himmel bewegen. Und der Aktivator? Eines der prophezeiten Ereignisse mit eigener symbolischer Dimension. Er bewirkt die Freisetzung der kumulierten Energie, die dann für den eigentlichen Fluch verfügbar ist. Der Fluch ist meist nicht imstande, die gesamte Energie zu nutzen, sodass der Rest sich ein Ventil suchen muss. Darum gibt es Nebeneffekte wie die Sonnenfinsternis. Bist du sicher, dass Sabrina die Urheberin des Fluches ist? Absolut. Es sind 6 nachgewiesene Fälle eines solchen Fluchs bekannt. Und nachgewiesene Fälle von Aufhebungen des Fluchs?
Einer, unternommen von einer Zauberergruppe unter der Leitung der Erzmeisterin Francesca Findaber. Daher der andere Name für den Fluch. Zur Gruppe gehörte auch Sabrina Glewissig. Wie klein die Welt ist. Das macht die Sache nicht besser. Es geht noch weiter. Der Fluch, den Francesca und Sabrina auflösen wollten, sollte das Geschlecht der Thyseniden auslöschen, die Herrscher von Kovia. Ausgesprochen hatte ihn der scharlachrote Rodallega. Verrückt, aber äußerst fähig. Es gab auch damals eine Prophezeiung und einen Aktivator. Dann hat Sabrina sich den Fluch also einfach von Rodallega abgeguckt. Genau. Außerdem waren Zeugen zugegen. Der König höchstpersönlich und eine Kompanie Soldaten. Wir haben einen Kometen und einen Mord. Was ist mit den Münzen? Sind auch schon da. Das reicht dir wohl nicht. Nein. Bin ich da auf ein prekäres Geheimnis gestoßen. Auf ein Staatsgeheimnis sogar. Wenn du nicht redest, gibt es bald ein Staatsoberhaupt ohne Haupt. Es geht um eine Verschwörung des Militärs, nur das kann ich verraten. Als Erkennungszeichen dienen diese quadratischen Münzen mit der Fischschuppe. Ein Vorschlag. Ich störe dich nicht bei deinen Ermittlungen. Du berichtest mir, was du herausfindest. Und sollte ich etwas über den Fluch erfahren? Gibst du mir Bescheid. Also gut. Wieso lebt Henselt noch? Als er den Priester erschlug, hätte er eigentlich platzen müssen wie eine Weinbeere unterm Schuhabsatz. Vielleicht wollte Glewissig ja gerade, dass Henselt auf den sicheren Tod warten muss. Glaube ich nicht. Wie ich Zauberinnen so kenne, können sie zwar gemein sein, effektiv sind sie aber immer. Bedenke, Sabrina stieß den Fluch auf dem Scheiterhaufen aus. Kann gut sein, dass er ihr missraten ist. Du meinst, Henselt ist gar nicht in Gefahr? Doch. Aber vielleicht kann man ihn vom Kern des Fluches, der Geisterschlacht, befreien. Die Schlacht ist das schwächste Glied des Fluches. Wie das? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kann ich den Geist Sabrinas beschwören und zwingen, Henselt freizugeben. Zuerst muss ich ihre genauen Todesumstände erfahren. Ist dir aufgefallen, dass nicht alle Geister aggressiv waren? Einige verschwanden, als wir uns näherten. Ich vermute, dass der Fluch sich der Geister der Gefallenen bemächtigt und sie in Drauguren verwandelt. Drauguren? Ist das ein Fachwort für Geister? Für Dämonen. Sie entstehen auf Schlachtfeldern, auf denen besonders blutig gewütet wurde, und bestehen aus Mordlust und Hass in kondensierter Form. Wie auch immer sie heißen, weißt du, wie man sie wieder los wird? Gegen Drauguren reicht ein Silberschwert, aber solange der Fluch noch wirkt, entstehen ständig neue. Die Geister der Soldaten sind der Schlüssel. Wenn man nur den Schlachtverlauf beeinflussen könnte. Ran an die Arbeit. Nimm dir ein Schwert und mach dich ans Beeinflussen. Ich brauche Symbole des Krieges. Sie müssen den Gefallenen gehört haben. Symbole für Hass, Tod, Mut und Glauben. Sie müssen magisch aktiv sein. Und die Verbindung mit den Gefallenen ist wichtig. Sonst kann ich die Erscheinungen nicht anlocken. Keine Ahnung, wo ich die hernehmen soll. Außerdem kenne ich mich mit Kriegssymbolik nicht aus. Das erledige ich selbst. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Soweit ich weiß, braucht man Blut für einen Blutfluch. Erstaunlich, aber wahr. Woher hat Sabrina das nur genommen, wenn sie doch an ein Wagenrad genagelt war? Sie hat einen Soldaten dazu gebracht, ihr den Gnadenstoß zu versetzen. Soldaten sind recht einfach gestrickt. Sabrina brauchte diesen Stoß, um den Zauber zu wirken und ihren Qualen zu entgehen. Und das war ein Fehler. Die Hure hat sich so reingehängt, Zauberkräfte gesammelt, lag richtig bei Weissagung und Aktivator und beim Einfachsten dann so ein Schnitzer. Reg dich nicht auf. Hat dafür einen Armleuchter gewählt, der ewig mit dem Spieß stochern musste. Und selbst dann war sie noch nicht tot. War der Scheiterhaufen denn unbewacht?